Hallo Leute, heute ist der 12.07.2020. Ich habe heute schon ein Video gemacht und möchte jetzt gern noch ein Corona-Update nachschieben mit Zahlen. Ich habe mir die österreichweiten Zahlen nicht gemerkt, deswegen kann ich den Unterschied nicht sagen. Aber die niederösterreichweiten Zahlen. Und da haben wir jetzt, also heute den 12.07.2020 sind drei neue Fälle bekannt geworden. Vierzehn sind hospitalisiert. Also nicht drei neue Fälle, sondern Intensivstation. Drei Intensivstationspatienten, 14 hospitalisiert, 2800 72 wieder genesen. Noch immer 104 Todesfälle. Also die letzten 1,5 Wochen ist in Niederösterreich niemand an Corona gestorben. Oder fast 2 Wochen eigentlich. Weil als ich im Spital war, war die Zahl auch ungefähr da. 104. Insgesamt hatten wir bis jetzt 3.064 bestätigte Fälle in Niederösterreich und getestet wurden bis jetzt 126.405 Personen. Das sind noch immer nicht die 15.000 Tests am Tag, die in Österreich. Also ich glaube, ich sehe jetzt gerade die hinteren Zahlen nicht, aber ich glaube noch immer, dass sie nicht auf die 15.000 Tests am Tag kommen. Weil das wäre dann in Österreich auch schon mehr. Aber drei intensiv betreute Personen und 14 Hospitalisierte, da ist die Zahl schon stark gestiegen. Ich meine, von 1 auf 3 und von 8 auf 14. Und mit Corona ist man durchschnittlich 7 bis 14 Tage oder 9 bis 14 Tage im Krankenhaus. Eine Freundin von mir hatte Corona und die hatte nur 3 Tage 94 Sauerstoffsättigung. Das ist, klingt nicht wenig, aber ist sehr wenig. Und hat Sauerstoff bekommen, brauchte aber sonst keine Beatmung oder so. Und nach 3 Tagen war es auch wieder gut. Und sie war insgesamt 2 Wochen und 3 Tage im Krankenhaus. Das sind so die aktuellen Corona-Zahlen in Niederösterreich. Österreichweit kann ich sie auch nennen. Österreichweit sind 10 Intensivbetten belegt und 83, nein 63 oder 83, 83 Personen im Krankenhaus
16.352 Feder hat es gegeben, 708 Tote. Nein, das stimmt nicht. 16.000, über 16.000 sind genesen. 708 Tote und 18.917 Fälle hat es gegeben. Und 669 oder 96 1740 Menschen wurden getestet. Das klingt jetzt doch etwas mehr. Aber 15.000 Tests am Tag kommen sie noch immer nicht. Weiß nicht, ob ihr alle schon die Werbung gesehen habt mit dem Immunglobulin-Spenden. Also Ehrenglobulin-Spenden. Aber die läuft im österreichischen Fernsehen zumindest regelmäßig. Und die Informationen werden täglich aktualisiert. Und ich gucke so alle 3 Tage auf die Seite. Und habe mir gerade gedacht, weil ich nicht schlafen kann, mache ich noch ein Video dazu. Mein Fieber ist wieder weg. Ist halt fraglich, ob ich morgen zur Hausärztin gehen kann oder ob ich davor, weil ich Fieber hatte, einen Corona-Test brauche. Aber müsste eigentlich nicht sein, glaube ich. Ja. Das werden wir morgen sehen. Morgen kommt auch die Volkshilfe. Also muss ich um 9 aufstehen. Und das sind so die aktuellen Zahlen von Österreich und Niederösterreich. Das war wieder mein Video zur Lage mit Corona in Österreich. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.